just hate girls that aren't me. Hey Leute, willkommen zurück zu Transport Fever zum 7. Part, glaube ich. Ja, müsste der 7. sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste der 7. sein. Ich habe hier die Strecke mal ein bisschen um- und ausgebaut, weil so wie ich es erst geplant habe, hat es nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Rundkurs quasi gemacht. Habe auch schon Linien festgelegt, Züge gekauft noch nicht. Also wir haben ja auch schon 2020. Also ich glaube, wir haben jetzt auch alles an Zügen oder so gut wie alles. Wobei, was glaube ich fehlt, wo ich nicht weiß, sind ein paar Güterwaggons. Eigentlich habe ich da noch was von DB Cargo und so weiter. Erzwagen halt. Aber wird man noch sehen. Auf jeden Fall habe ich hier die Strecke ausgebaut. Ich lasse hier direkt mal auch Züge fahren. Dieseltriebwagen. Und auf der Strecke habe ich vor, wenn ich sie finde. Ja, die Zero wäre zwar auch nicht schlecht, aber irgendwie was anderes. Sind die hier elektrisch? Okay, ich dachte bei dem, der ist ein Dieseltriebwagen. Da muss ich einmal ganz kurz hier die ganzen Strecken upgraden, weil ich wollte den hier fahren lassen. By the way, so ein Prinzip, also ich sag jetzt mal Prinzip dafür. Select ein bisschen, sorry. Möchte ich dann auch in der Hauptstadt machen. Weil sich das doch sehr gut auszahlt und auch richtig gut ist als Alternative für Bus und Bahn oder Straßenbahn. Und ja, deswegen würde ich halt die dafür nehmen. Noch mit anderen Zügen und alles ein bisschen ausgebauter. Werde ich dann auch offline machen, weil da werde ich wieder ein bisschen brauchen. So, wo ist der jetzt hier? Dreiteilig. 1, 2, 3, 4, 5 pro Bahn. So, so müsste es richtig sein. Ja. Ich habe auch auf die Güterstrecke hier Güterzug für Getreide noch einen Zug nur für Vieh und nur für Getreide gepackt. Weil ich mehr anliefern muss. Hier sieht man jetzt mal, wie die hier rausfahren. Ich brauche da mehr, was angeliefert wird, damit auch mal das Brot, so genug Brot produziert wird. Ja, ich weiß, dass das noch nicht angeschlossen ist. Dass da mal genug produziert wird, damit auch hier hinten was ankommt, weil man sieht, hier ist genug gelagert und so weiter. Es wird hier auch ganz gut abgeholt. Und hier wird ja auch einiges produziert, aber das geht eigentlich fast nur hier hin. So, kann ich hier einmal reingucken. 90%. Was sagen sie hier? Die Stadt hat sich auch richtig gut entwickelt. Sagt er mir überall, dass die Dings nicht angeschlossen sind, was mir klar ist. Also die hat sich auch schon prächtig weiterentwickelt. Obwohl es ursprünglich ja eigentlich nur eine kleinere Stadt werden sollte. Da mache ich einmal doch hier nochmal weg, weil das ganz schön scheiße aussieht, wenn hier so eine Straße ist. Ja. Muss ich mir noch was überlegen. Hier stehen halt immer so ein paar LKWs. Der hier wird nie beladen irgendwie. Nur die Frage, warum? Daran liegt es, glaube ich, nicht, aber kann ja sein. So, das wird auch irgendwann geupgradet, aber ja, das ist so ein bisschen blöd. Hängen die hier irgendwo alle, oder? Okay, das hier ist auch schon leer. Aber hier ist einiges, was abgeholt werden kann. Was sind denn die ganzen LKWs? Ach, die kommen jetzt alle hier.
Eigentlich wollte ich die Folge da weiterbauen, aber jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier rum kümmern. Wahrscheinlich, weil jetzt gerade genug abgeholt wird wieder. Jetzt staut sich das dann natürlich auch ein bisschen an Zügen. Das kann dann natürlich noch Einfluss auf den Personenverkehr haben, wenn es blöd läuft. Gerade nach Waldheim. Hier fahren aber auch schon einige mit. Nach Oberhemer fahren sehr viele und nach Schlüsselfeld fahren noch recht wenige, logischerweise. Passt das besser. Würde ich sagen. Also jetzt kommt hier einiges an, sieht man. Und hier steht da immer noch da. Ne, der ist abgefahren. Wahrscheinlich leer. Wo erwische ich den jetzt? Ist der? Nein, der ist nicht. Der ist es. Ne, der transportiert immer noch nichts. Muss man mal gucken. Wahrscheinlich wird das alles an die Dings gegeben einfach. Was ist, wenn ich die quasi einmal hier ein bisschen weiter weg dran baue? Ah, vielleicht baue ich sie eher hier innen hin. Muss man halt immer mal wieder so ein bisschen gucken. Das produziert hier weiter ziemlich gut. Ich lösche jetzt einfach mal das. Wenn, haben sich die Linien nach da verteilt? Nein. So, ihr fahrt nämlich hier hin. Hier müssen sie voll laden. Ja, hier landet das gerade alles anscheinend. Obwohl es auch eigentlich nach da soll. Ist halt echt eine gute Frage, warum das so ist. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass hier auch was abgeholt wird. Oder vielleicht, weil die Nachfrage noch nicht so hoch ist. Keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich das hier mit der Stadtverbindung so. Okay, da entwickelt sich was. Das ist gut, dann kann ich das hier mal nämlich abreißen. Habe ich viel zu lange damit verbracht eigentlich. Aber okay. Ich benutze hier mal eine Slim Large Street. Oder nicht, oder? Nee.
Also die Stadt werde ich nur in dem Bereich machen, auf der Seite. Weil ich nicht will, dass das allzu nah an den Flughafen gerät. So, dann haben wir hier noch eine Straße. Ah, ich kann ja immer schon mal auf Play machen. So. Das wäre dann auch schon wieder so weit geschafft. Okay, hier mache ich es mal so ein bisschen, ich sag mal, simpler. Im Insgesamt. Ich meine, das wird sich eh von selbst entwickeln, aber ein bisschen Einfluss kann man immer nehmen. Okay. Kurve mache ich noch mal ein bisschen schöner. Und sonst kann sich hier das jetzt mal aufbauen. Die bauen sich jetzt halt nur am Bahnhof auf, gerade das ist so ein bisschen ungünstig. Was ich aber auf jeden Fall machen möchte, warum auch immer, ist hier so einen kleinen Feldweg zu bauen. Zum Depot hoch. Schon wieder 13 Minuten rum und ich habe fast nichts erreicht. Läuft bei mir. Vielleicht muss ich auch noch von dem hier in die Stadt reinliefern. Ich denke mal, das wird sein. Irgendwie sowas. Hat sich hier denn schon irgendwo herausgestellt? Ja, hier. Ich mache das Depot, wenn mal eher hier hin. Weil ich kann ja auch mal ein großes bauen, auch wenn ich die halt nicht so gut finde. Muss ja nicht für viel herhalten. Ist das ein... Nein, schade, ist ein Bauer. Das läuft bisher auch ganz gut eigentlich hier, finde ich. Es ersetzt halt in dem Sinne, ja,
Straßenbahn vor allem. Also von daher reicht's auch. So, dann baue ich mir hier mal eine ganz kurze Übergangsleitung von hier. Kann man theoretisch auch hier das nehmen? Wahrscheinlich nicht. Nach da. LKW. Nee, warte, wie habe ich die jetzt genannt hier? Güter zu Lebensmittel. LKW, Lebensmittel, Schlüsselhahn. Lebensmittel, Schlüsselhahn. Komm, der Stadt gönne ich auch mal ein eigenes Straßendepot. Hier vielleicht so ein schöneres, älteres oder so. Ja, Parkinghaus ist... Muss ich wann anders mal irgendwo hinbauen, dann zeige ich mal, was da so ein bisschen... Wo man bei der Mod schon drauf achten muss. Straßenfahrzeuge kaufen. Jetzt brauche ich hier irgendeinen guten LKW. Sagen wir mal DHL hier. Autosave, ja. Essen. Essen. Nochmal. Und nochmal. 5 sollten reichen. Man darf halt nicht zu viel nehmen. Das ist immer ganz wichtig. Das behalte ich mir mal hier oben genauso wie. Jetzt muss ich den mal suchen. Das ist der VT. Ne, das ist auch nicht, logischerweise. Steht der vielleicht gerade da hinten? Ja. Dann sehe ich nämlich auch mal, ob die beladen werden oder nicht. Also hier sieht man ja, die werden beladen. Nur bei dem, jetzt muss man mal schauen. Erstmal muss der registrieren, dass die LKWs und so weiter da überhaupt das alles einsammeln und so. Das dauert so ein bisschen. Aber es wäre halt wichtig. Weil da muss ich mir nicht noch extra irgendwo anders. Klar, die muss dann drei Städte-Dingsen bedienen. Und hier ist extrem. Kann ich noch mehr LKWs draufsetzen, theoretisch. Wobei das Problem eher ist, dass die hier zu viel, ja, stehen. Lässt sich das denn irgendwie richtig lösen? So, der wartet auf freie Wege. Ich wüsste, wie sich es lösen ließe, indem ich für die so, einmal muss ich das noch drehen, für die LKWs auf der Strecke mal eine andere Station baue. Weil es wird genug produziert, das Problem ist nur, es kommt nicht an. Und dann baue ich mir hier irgendwo noch einen Waypoint. Sollte eigentlich gehen. Ist vielleicht noch was Besseres. Komm, nehme ich einfach irgendwas. Und dann brauche ich einmal hier euch. Die Linie zu ändern.
Und hier soll danach noch hier lang fahren. Ja, dann fahren die hier eine ganz gute Route. Würde ich sagen. Vielleicht sollte ich auch noch hier hinten einen Waypoint setzen. Dann behindern die nicht so sehr den Busverkehr und so. Ah, ich habe es falsch gemacht. Nicht die Punkte hier, das sind... Ich will nur das entfernen. Ich hab das gerade irgendwie gedacht, dass das Waypoint, dass man die als Waypoints benutzen kann. Aber kann man nicht. Das ist halt der Unterschied. So, du fährst dann hier lang. Und ja, auch wenn der schon registriert ist. So, so ist richtig. Dann sollten hier vielleicht auch mehr LKWs noch drauf passen. Und ich brauche halt mehr LKWs. Ja, wenn es zu viel sind, ist halt blöd. Aber immerhin habe ich dann eine konstante Liefergeschwindigkeit. Okay. Ja, nach Waldheim. Hä? Hey. Schlüsselfeld. Ach, bald. Wo ist das denn noch zu lang? Ach so, ich weiß warum. Der hätte mal ein Problem damit, dass da so quasi was zwischen ist. Deswegen, wenn ich das so mache, dann sollte... Ja, so ist die Fehlermeldung weg. Und dann mache ich hieraus quasi eine Buslinie, dass da keine normalen durchfahren. Quasi, wenn ihr sowas dazwischen habt, dann braucht ihr, um die Fehlermeldung wegzukriegen, was außenrum führt nochmal. Und das kann man dann halt mit Bus-Dings, Linien machen. Und die Busse, die trotzdem geradeaus fahren sollen, macht man dann halt mit Waypoints oder so. Okay, das habe ich dann schon mal. Und schon 22 Minuten. Ja gut, den Rest mache ich dann nächste Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.